Wie viel Gläschen Sekt Bunga Bunga Baby Ruby am Opernball tatsächlich intus hatte, das verriet uns ihr Logenpartner Larry Hagman gleich bei mir. Über Berlusconi gespielt in Ruby sagt er, sie sei am Opernballsturz betrunken gewesen. Richard Lugner wäre echt seltsam und jeder, der nach Öl bohre, sei ein echter Idiot. Das ist nur ein Teil der Wortspenden, die Dallas-Star Larry Hagman am Freitag auf der Energiesparmesse Wels von sich gab. Alles rund um den Auftritt des Solarbarons in Oberösterreich von Nina Kraft. Ja, und eine Fortsetzung der ganz anderen Art gab es am Samstag im Linzer Posthof. Denn die Piraten waren los. Freiheitsliebende Weltenumsegler, die keine Grenzen kennen. Fast genauso definiert sich der Linzer Ruderverein Ister. Ihre Crew erbeutet nicht nur Welterfolge im Rudern, sondern auch einen lokalen Erfolg mit dem Piratenball. Seit über 50 Jahren gibt es ihn nun schon. Ein Fixtermin im Fasching und das nicht nur für Seeräuber. Ja, und wir bleiben bei Verkleidungen. Man nehme die Abkürzung COS für Kostüm, das englische Wort Play für Spiel und raus kommt die Bezeichnung Cosplay. Ein japanischer Verkleidungstrend, der im Laufe der 90er Jahre mit dem Comicboom nach Europa kam. Bunte Perücken und kitschige Kleider sind das Erkennungszeichen. In Oberösterreich gibt es sogar einen eigenen Verein für Cosplayer. Und am Faschingssamstag mischte der das Passage in Linz ganz schön auf. Ja, und mehr bunte Figuren am Next Comic Festival und alles zur Gerhard Haderer Ausstellung im Linzer Lentus sehen Sie morgen in der Kultur auf LT1. Meterlange Rutschen, riesige Trampoline und keine Eltern, die sich über die Lautstärke beschweren. So ein Paradies für Kinder gibt es tatsächlich. Gleich neben der Plus City befindet sich der größte Indoor-Spielplatz unseres Bundeslandes. Ein Lokalaugenschein im Bogipark, jener Ort, wo auch Erwachsene manchmal noch zu Kids werden. Ja, das war's mit Oberösterreich aktuell. Ich sage danke fürs Einschalten, wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen.